Ja, hallo Leute, kurzes Vorwort, eigentlich nur so. Ja, ich lese eure Kommentare schon so, kann man sagen, natürlich. Aber ich habe natürlich schon einiges schon aufgenommen und nur noch nicht geschnitten. Und deswegen kann ich jetzt unter den Videos praktisch natürlich nichts mehr bereinigen, praktisch. Und irgendwie bei praktisch haben wir uns übrigens geeinigt, dass wir da einen Schluck trinken. Ja, dann würde ich mal sagen, guten Durst. Ja, danke für die Kommentare. Ich hoffe, es macht euch weiterhin Spaß zuzuschauen. Es tut mir leid, dass ich das Schienennetz jetzt schon sehr weit gebaut habe und ich werde natürlich sehr oft noch irgendwas umbauen und da werden wir dann auch noch sehr viel zu tun haben. Viel Spaß beim Anschauen. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Jo, hallo Leute, ich weiß nicht, was mit meinen Grafikeinstellungen gerade los ist und so. Ich krieg's gerade nicht mehr richtig eingestellt. Ich muss wahrscheinlich mal mit Nvidia nochmal praktisch Grafik-Settings optimieren machen. Die Folge nehmen wir jetzt trotzdem so auf, wie wir jetzt sind. Der Server ist gerade am Laufen. Es kann sein, es kommen Leute rein, gell, die dann hier rumkaspern. Das ist dann halt so. Und ich möchte euch eigentlich nur zeigen, also auf jeden Fall mal danke, dass ihr mal wieder einschaltet. Und danke für die vielen Kommentare in letzter Zeit. Bla 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 bla. Was jetzt gerade wichtig ist, ist, also ich habe immer noch den Porter, das ist immer noch die Lay-Maschine, die wo wir am Anfang vom Spiel bekommen. Aber wir haben ein neues Wagenset und es sind sechsmal quasi hier diese Wägen für die Bretter und so. Die heißen Rungenwagen, genau. Und dann haben wir noch ein zweites Wagenset, das haben wir aber schon länger. Das haben wir davor schon in den Fahrvideos auch gesehen. Praktisch, da haben wir hier praktisch die normalen Flachwägen für Balken und Rohre. Das sind, glaube ich, 7 Stück. Ja, 7 Stück. Und dann haben wir noch das alte Wagenset. Praktisch, das wo zum Spiel gehört, praktisch. Ja, okay, gut, der Wagen, den habe ich gekauft. Den habe ich aber nicht beschriftet, weil ich Feuerholz holen wollte und ein bisschen was rumtesten wollte. Und ja, ich kann von den Feuerholzwägen in meinem neuen Spielstand hier leider noch nicht die höheren kaufen. Die sind ab Level 3, deswegen musste ich damit Level 1 mir praktisch den hier kaufen. Aber wir sind ja jetzt Level 2 und bald wahrscheinlich 3. Können wir kurz nachschauen. Tatsächlich bald 3. Da können wir die dann auch kaufen. Aber die brauchen wir jetzt gar nicht so schnell. Natürlich haben wir dynamisches Wetter an und es geht natürlich jetzt gerade schon wieder richtig ab. Ich stelle mal meinen Sound für mich ein bisschen um, so. Ja, was machen wir gerade? Wir holen jetzt auf jeden Fall heute Balken. Und wir sind ja in Aurora Falls, gell? Dass ihr das wisst. Wir sind nicht mehr auf der einen Karte. Nicht da, falls es irgendjemand nicht mitbekommen hat. Und ja, hier ist alles gelegt. Ich glaube, im letzten Video habe ich das ein bisschen gezeigt. Ich kenne mich aber leider langsam nicht mehr so richtig an die Reihenfolge und den ganzen Scheiß erinnern, wann ein Fahrvideo kommt und wann was anderes kommt. Auf jeden Fall ist es ziemlich geil, wenn es gewittert. Hoppla. Also mal nachgucken. Ich sehe ja auch das Mikrofon, das übersteuert leicht, also. Die KI wird es richten, schätze ich. So. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht kontinuierlich im roten Bereich mit dem Mikrofon. Meine Herren. Ja, obwohl ich ja eigentlich mit diesem rote Broadcast auch ein paar so Schutzmechanismen einbaut habe, dass es nicht ausschlagen kann und so, aber dann hört sich die Stimme natürlich trotzdem auch ein bisschen verzerrt an. Das ist dann auch nicht so der Hit. Ja, da können wir uns mal ganz kurz, die Weichen habe ich schon gestellt, das mache ich immer ziemlich flugs. Ja, wir fahren runter, den Berg, das ist richtig übel, da müssen wir durchgehend bremsen. Sägewerk ist schon gut beliefert, das seht ihr ja, aber immer, da fällt immer noch einiges, seht ihr. Ich habe da so viel Balken schon hingebracht. Aber wir können damit direkt die Eisenerzmine beliefern. Und zwar in der Aufteilung zwei Wägen mit den Balken, mit den Beams und immer ein Wagen dann mit praktisch Brettern.
Wenn wir gleich mal vom Gas runtergehen, das ist nämlich, ich weiß gar nicht, ich habe die Bremsen alle offen, ja. Ich gehe mal hier kurz auf 20% und laufe auf meinem Wagen nach hinten. Ja, die sind schon offen. Die sind schon offen. Die Bremsen. Wir sind in der Beta, Leute, in der Beta sind wir, gell, dass ihr Bescheid wisst. Steht zwar im Thumbnail auch jetzt immer drinne. Hier funktioniert das dynamische Wetter, das ist einfach nur geil. Manchmal schneit es, manchmal regnet es, manchmal scheint die Sonne. Das macht das Game wirklich gleich 20, 30% besser, wirklich. Also, ja, da kommt immer die Tenderwarnung. Weil ich kann euch gleich mal sagen, bei der Lokomotive, gell, das ist so eine Lokomotive, da kann man hier reinschauen. Da geht quasi 800 Liter, würde ich jetzt mal sagen. Wenn das Liter sind, ich kann das euch gar nicht. Einheiten kann man einfach sagen, ja. Wasser rein und der Speicher für das Zusatzwasser, was hier dann als Warnung Tender Wasser betitelt wird, ist praktisch der Wassertank an der Lokomotive selber. Praktisch. Und dann sieht man hier, was gerade in dem Verbrennungsraum drin ist, und da sehen wir ja schon, da läuft schon nach unten, das ist nicht so der Hit. Das heißt, wir müssen uns da unten auf jeden Fall noch eine kurze Servicestation bauen, wie es aussieht, dass wir das Wasser auffüllen können, weil ich habe es im Yard jetzt gerade nicht aufgefüllt. Und da habe ich hier so ein Seite, hier Wasser und hier ein Seitengleis für das Brennholz. Das habe ich ja schon gut mit Brennholz beliefert. Das sind vier Häufen fast mit 100 Holz, gell? Wir werden zu schnell. Oh mein Gott, wir sind gerade. Sollen wir mal die Wegen zählen, ob schon eine verloren gegangen ist? Ja gut, wir sind jetzt nicht beladen. Also ich kann euch sagen, wenn die beladen sind, mit Rundholz muss man mehr bremsen. Ich zähle mal kurz die Wegen. Bremsen sind da, sehe ich alle offen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Wagenset ist noch komplett. Ich mache mal nochmal 6% nur rein bei der Bremse. Das müsste schon reichen. Malbruch können wir da ohne Dampf runterholen, gell? Ich habe glaube schon aufgefüllt. Ja, das sind noch 60% Brennholz drin. Das ist noch. Und wir werden zu schnell. Wir werden zu schnell. Ich kann das Ding hier nicht drehen, Leute. So, jetzt gerade glitscht es ein bisschen arg rum. Das ist schade. Ich würde gerne auf meinem Zug rumlaufen, Leute. Müssen wir bremsen. Ich mache gerade den Hannes. Den Bremser. Ja, wir sind schon ein bisschen zu schnell. Das muss ich zugeben. Aber wir haben es gut runter geschafft. Wir sind jetzt ziemlich unten. Ich habe das hier schön so ein. Ich wollte hier so einen großen Bogen. Man könnte jetzt vielleicht sogar direkt rüber. Aber das ist auch scheiße. Man braucht auch ein bisschen Fahrstrecke. Und man. Auf der Karte kriegt man da eigentlich genug Fahrstrecke, muss man auch dazu sagen, weil das Ding ist ja riesig. Es wird jetzt auch eine Weile dauern, bis wir quasi das Holz geladen haben. Und da hochgefahren sind, gern die Eisenmine. Also das geht hier ein bisschen länger. Also wer nicht genug Zeit mitgebracht hat, gell, der kann halt dann sagen, ja, ciao. Und das war's dann halt für dich. Ja, da können wir schon am Regler ziehen, Leute. Da ziehen wir am Regler. Zeigen wir die Wagenbremsen. Oh, wir haben einen Glitch. Oder? Haben wir keinen Glitch? Ne, wir haben die Wagen verloren, weil wir zu schnell waren. Wir waren zu schnell, Leute, das ist direkt mein Fehler. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber die Wagen sind leicht wieder eingefangen. Mal, dass wir die Geschwindigkeit anpassen. So, passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wagensätze komplett. Wir ziehen die letzte Bremse auf 3%, Leute, weil
Weil, oder vielleicht sogar die letzten zwei Wegen auf 3%, aber es kann sein, es darf ich beim Hochfahren nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob der Harry Brotter das schafft da hoch. Ich weiß gerade auch nicht, warum ich mal wieder. So, weil das Ding-Menü offen ist. Gewohnheitssache, Leute, man will ständig statt Flugmodus den Rail-Modus anschalten zum Fliegen. Also, ja. Muss man sich alles wieder dran gewöhnen, an die neue Art und Weise, wie man das Game steuert. Eine schwarze Wolke kommt bei uns raus. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Ja, bald kann ich mir eine eigene Lokomotive kaufen. Das Problem war, ich brauchte wirklich zuerst, sagen wir mal so, ich brauchte wirklich zuerst die Anhängerkette für die Balken und für die Bretter, weil irgendwann kann man kein Rundholz mehr darunter bringen ans Sägewerk. Dann hat man das Problem, dass man nirgendwo das Rundholz abgeben kann. Dann kann man nur noch sein eigenes Holzlager hier, das hier zum Beispiel, beliefern oder das Zeug direkt im Frachtdepot kaufen. Hat aber dann ja nicht wirklich mehr Wert. Also man bekommt zwar Geld, aber man bekommt nicht das Material, also das nächststufige Material raus. Jetzt wird es aber dunkel, Leute. Jetzt müssen wir aufpassen. Wenn das Gegenverkehr auf der Schiene ist, ja, ich weiß. Es gibt nur einen Zug momentan auf der Karte, den fahre ich. Leider ist noch keiner wirklich dazugekommen zum Spielen. Weil ja, man könnte sich jetzt wirklich einfach einen Harry Potter kaufen und seinen Namen draufschreiben. So die 2000, die man am Anfang hat. Kostet 2000, Leute. Können wir gleich mal direkt schauen. Wir haben gerade bloß ein bisschen viel Gas drauf. Zum Beispiel der Harry Potter, der kostet halt 2000. Eine schicke Lokomotive finde ich. Die finde ich nicht so gut, aber kann man schon lassen. Aber der Harry Potter, der ist schon ziemlich geil. Und dann kann man direkt eine Anhängerkette von mir schnappen. Die leihe ich dann auch gerne weg. Und kann dann auch ein bisschen Geld verdienen, würde ich sagen. Und ja. Aber die meistens, die kommen halt drauf, laufen kurz rum und gehen wieder. Ist auch okay. Ist auch okay, sich so andere Welten anzuschauen. Ich finde es auch immer interessant. Aber wäre schon cool, wenn ein paar Züge rumfahren würden. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier alles richtig gestellt haben. Jawohl, wir fahren direkt geradeaus und laden die Balken und die Bretter und fahren dann beim Rausfahren den Bogen, würde ich sagen. Ja, das gucken wir jetzt gleich noch mit den Bremsen hinten mit 3%. Das Hang runter ist das besser, wenn die hinteren Wägen ein bisschen den Zug rausnehmen, wenn man runterfährt, dass die nicht so ineinander reinschlagen. Das hat noch ein bisschen mit dem Spielengine auch zu tun. Gefühlt derailt man dann halt weniger. Aber gut, es ist jetzt Beta irgendwas und da kann alles anders sein wie sonst. Ja, man sieht nicht so viel, wenn wir hier in der Kamera im Rauch drinne hängen. Water. Oder? Ich mache jetzt mal lieber die Bremsen hinten auf, wenn wir den Hang geschafft haben. Weil wir müssen wirklich nachher mit meinen 6er-Rungenwägen hier praktisch den Hang hochfahren. Der ist heftiger, der Hang, das kann sein, wir schaffen es nicht. Wenn wir es nicht schaffen, dann schneide ich das natürlich raus, damit es nicht mitkriegt, wie ich es nicht schaffe. Römisches Sägewerk, Leute, das könnt ihr von hier sehen. Dahinter sind die Berge. Ja, wir schauen nach Süden, seht ihr das? Und wir schauen hier runter und wir sehen hier den Schnee. Und das ist praktisch hier das Schneegebiet. Das ist wirklich hier sichtbar, gell? Ohne das Schneebiom fahren wir zum Teil heute schon. Also wir fahren praktisch die Eisenmine, die steht so leicht im Schnee praktisch. Und ja. Da ist man nicht direkt im Schneebiom, aber man ist schon ziemlich nah dran. Wir heizen jetzt noch nicht an den Kessel, weil ich will Material sparen, weil in der neuen Version, da braucht man tatsächlich
echt viel Brennstoff. Ich habe schon komplett einmal hier nachgefüllt, gell? Das ist mir früher fast gar nie passiert. So, jetzt müssen wir mal die Steuerung wieder übernehmen. Wir sehen es ja hier direkt. Dort steht Beam auf der rechten Seite. So, und dann können wir die Ladetechnik, die neue, natürlich wieder machen, wo wir hier von Anhänger zu Anhänger skippen. Was auch noch cool wäre, wenn man hier die Anhänger einzeln bremsen könnte, wenn man praktisch auf dem Anhänger drauf ist, dass die Bremse dann praktisch die Anhänger. Vielleicht ist das sogar so. Ich drücke jetzt mal hier kurz. Nee, das ist die Zugbremse. Wäre ganz cool, wenn dann hier nochmal eine Bremse wäre, dass man praktisch die Bremsen von den Anhängern betätigen kann. Aber es ist jetzt auch kein Hexenwerk. Was noch geiler wäre, wäre natürlich, wenn man dann so einen Zug mit Kompressor hat, dass die Wägen mitbremsen, dass man das ein bisschen einstellen kann. Oder einen zweiten Bremshebel für die Wägen hat, wie es so bei den Zügen normal heutzutage üblich ist. Jetzt fahren wir mal kurz hier. Wir laden zweimal Balken, einmal Bretter und dann wieder zweimal Balken. Ist zwar jetzt wahrscheinlich, oh mein Gott, das ist eine alte Gewohnheit, ich steige aus dem Zug aus. Gell. Ich kann jetzt hier natürlich mit F1, habe ich eingestellt, Räden aktivieren, das ist einfach nur genial. Besser wie das, boah, das macht das Spiel, das Aufladen, das ist der größte Stressfaktor, wirklich. Und jetzt ist der wirklich nicht mehr der größte Stressfaktor. Wir lassen immer einen Wagen aus, weil ich möchte immer zwei Wägen mit Balken und dann einen Wagen mit Bretter. Deswegen lassen wir hier auch immer einen Wagen jetzt aus. Man könnte natürlich auch jetzt vier voll machen und hinten zwei, aber ich möchte das gerne so haben. So, da können wir schon mal ein bisschen bremsen. Nehmen wir zu. Laden wir auf. Können wir direkt auf den Anhänger springen. Das ist so einfach jetzt zu laden, Leute. Das ist so einfach. Das habe ich aus Versehen zu oft F1 gedrückt. Da muss man, glaube ich, zweimal laden. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, der muss auf jeden Fall zwei Ladebewegungen machen. Hey, ihr seht auch die Grafik an dem Haus, gell? Ich weiß wirklich gerade nicht, warum das so ist, gell? Also ich mache nachher mit Nvidia wahrscheinlich ganz kurz den Server zu und dann tue ich mal ganz kurz wieder mit Nvidia an diesem Experience-Dings da die Grafik wieder einstellen. Und da liegt noch ein Balken liegt noch drinne. Ich habe nämlich einen Balken wirklich weggeworfen. Ich habe zu früh abgeladen beim Vorbeifahren. Da habe ich dann praktisch da vorne den Balken hier auf den Boden geschmissen. Mein Gott, da war ich schon wieder richtig mad und jetzt deswegen haben wir hier jetzt praktisch eine ungerade Zahl. Jawohl, passt, oder? Haben wir geladen, dann checkt man kurz die Weichen ab, oder? Mal Flugmodus ausmachen, so. Dann checken wir uns mal kurz die Weichen ab. Also, wir müssen. Ist jetzt wieder natürlich die erste Fahrt, gell, auf den Schienen. Das kann jetzt auch sein, wir werden in Gleisen wieder. Wir fahren immer rechte Spur. Kann sein, hier sind irgendwo noch Sachen im Weg. Also ich habe wirklich schon gründlich abgesucht, aber natürlich kann es schon sein, dass ich irgendwo Scheiße gebaut habe, gell? Kann immer sein. Aber hier müssen wir auf jeden Fall rüber. Und dann können wir die Runde fahren und die Dinger abgeben. Ich glaube, die Weichen sind jetzt komplett gestellt. Fahren wir los, würde ich sagen. Da können wir auch direkt nachheizen und der Zug hat jetzt nicht so viel Power, dass ich hier praktisch am Anfang langsam beschleunigen muss. Ihr seht ja, vor allem bei 6 Wegen, da geht es auf jeden Fall ohne Problem. Ja, ist alles gar kein Ding. Wir werden auch nicht schneller. Ich habe mir schon überlegt, ob ich, das kann man kurz gucken, die kostet 2,5, glaube ich, die Montezuma. Ob ich mir die zuerst mal kaufe, aber. Wenn man es jetzt so hinschaut, gell. Ich weiß gar nicht, warum ich mal wieder keine Maus habe. Ich gehe mal nochmal kurz raus, nochmal rein. So, dann kann man gucken,
Ah, das ist Stufe 3. Wir könnten jetzt dann auch schon hier für 3000 eine größere Lokomotive kaufen, weil wir das Level schon haben. Dann würde ich wahrscheinlich keine Montezuma mehr kaufen. Dann spare ich lieber noch ein bisschen mehr und kaufen. Dann würde ich wahrscheinlich auch Level 3 kommen und könnte dann auch bestimmt eine noch größere Lokomotive kaufen. Auf keinen Fall eine Climax. Ist zu langsam. Ja. Ah, gucken wir mal, wo wir hinfahren. Bender hat wenig Wasser, ja, da müssen wir uns noch mal kurz drum kümmern. Ja, da müssen wir uns noch mal kurz drum kümmern. Der Baum hält schnell was. Die Folge hier, ich weiß, die geht jetzt einfach lang, aber da kann ich jetzt auch nichts dafür, weil es ist halt einfach so, dass ein paar so Stellen im Spiel natürlich dann auch schwieriger sind. Wir bauen uns jetzt hier praktisch was hin. Der Zug hält schon an da hinten, gell, ja. Ja, dass wir jetzt hier Derail-Party haben. Also ich würde sagen, da habe ich schon eine mordsmäßige Auffahrt, gell. Also da geht es ja wirklich richtig heftig hoch. Da muss man davor hier unten natürlich noch gucken, ob man genug Wasser und Scheißdreck in seiner Lokomotive hat. Und deswegen machen wir hier praktisch so ein Service-Ding, ja. Also wir müssen aber das schon natürlich ordentlich bauen, dass man praktisch. Ah, ist das 0 Grad? Das ist sehr wichtig, Leute. 0 Grad, 0 Grad. Da können wir hier, da müssen wir hier hinten. Mal hier geht es auch so komisch rauf und runter, gell? Da habe ich beim Arbeiter oder beim Bauer hier auch ein bisschen geschlendert, gell? Kann man sagen. Da habe ich gedacht, ja, weiter runter, weiter hoch. Und dann am Schluss musst du alles nochmal abreißen, weil du dann halt doch irgendwie eine Welle drin hast. Aber das machen wir jetzt eh raus. Praktisch, da machen wir jetzt praktisch hier wieder die Möglichkeit, vom rechten Gleis rüberzukommen aufs linke Gleis und die Fahrspur zu verlassen. Ja, das ist immer wichtig, dass ihr nicht einfach nur Ausfahrten baut, wo man dann nur von einer Seite raus kann. Das muss nachher schon auch passen. Aber das ist eh die falsche Weiche. Wir brauchen nämlich den Hebel auf der linken Seite, nicht auf der rechten, sonst ist der natürlich in der Fahrspur drin. So, und jetzt können wir praktisch hier ein Stück gerade bauen. Ich hoffe, dass wir hier kein. Ich muss kurz gucken, ob wir einen Knick drin haben. Nein, wir haben einen Knick drin, weil das Ding hier schon von der Gradzahl runter geht. Guck, da können wir. Siehst schon, so geht es die ganze Zeit. So geht es die ganze gottliche Zeit. Also, zuerst mal hier gucken, dass wir 0 Grad haben. Sonst haben wir nachher Knicks in den Weichen drin. Dann machen wir, drücken wir 5. Auf 0 ist es ausgerichtet, auf 0 Meter Radius ist es ausgerichtet und dass die gleich lang sind, klonen muss er, man hat es nicht zweimal extra. So, und jetzt geht es wieder los mit Weiche nach rechts, Weiche umdrehen. So, und dann Weiche Ausfahrt, da brauchen wir den Hebel links. So, und dann machen wir das hier drüben auch noch praktisch, dass wir praktisch hier das dann auch genau gleich haben. Da machen wir jetzt erst wieder ganz kurz 0 Grad. Nicht selber bauen, klonen, Leute, klonen, dass es gleich lang ist. So, dann Weiche nach rechts, Hebel links außen, zack und zack und dann eine Ausfahrt. Weiche, das ist am besten die hier mit dem Hebel rechts außen. Zack und jetzt machen wir hier ein Servicegleis hin. Praktisch, wo man praktisch eventuell sogar. Also, guck mal, hier machen wir das jetzt wieder so. Ihr seht, guck mal, das ist schon mal sehr gut gelaufen. Es ist alles gerade. Ich schaue mal ganz kurz, wie viel Prozent Steigung. Das ist 1,5. Aber wir machen das nicht so. Wir connecten das natürlich. Sind wir hier auf dem richtigen Gleis, ja? Wir connecten das mit dem. Wie gesagt, das ist das einzige Mal, wo ich das erlaube. Der Freibaumodus, um Dinge zu connecten. Aber ansonsten wird immer sorgfältig mit dem Radius-Tool gearbeitet und alles gleich lang gemacht. Und dann kann man natürlich hier wieder im welchen Abschnitt die Länge von der Weiche kann man wieder connecten. Weil wir sind ja vorne eben an der Weiche hier. Das ist ja eben und da kann man connecten. Und dann ist das nachher auch wirklich sauber. Und jetzt sieht man, auch, das haben wir natürlich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ihr habt ja vorhin gesehen, wie das Gleis hier sehr niedrig in den Boden reingegangen ist. Und jetzt ist es ja ziemlich gleich, kann man sagen. Gell? So, also da hinten geht es
Also ein paar Mulden, da geht es ein bisschen höher, aber ansonsten ist es ziemlich gleich. Okay, das sieht auch sehr gut aus. Und jetzt haben wir natürlich uns hier mehrere Gleise gebaut. Jetzt haben wir natürlich ein zu langes Gleis, wenn wir es klonen. So, aber das ist natürlich jetzt der Trick, dass man praktisch. Kriege ich das so hin überhaupt? Wenn ich jetzt praktisch hier. Nee, das funktioniert alles nicht so richtig. Leute, guck mal, ich muss jetzt noch was machen, weil das natürlich auch 100% gerades Gleis ist, gell? Oh, das ist jetzt gerade schon eher schwierig. Wie würde das denn aussehen, wenn das so ein bisschen einen Bogen macht? Das Gleis, wenn das ein bisschen einen Bogen macht, weil. Oh, das ist jetzt eine Bausituation, die habe ich auch noch nicht gehabt. Dass praktisch das gerade Gleis in der Weiche hier in ein frei platziertes Gleis ist, wo leicht einen Bogen hat und ich jetzt hier nicht so direkt parallel bauen kann. Aber mir würde das so auch gefallen, dann hebt sich das auch ein bisschen ab davon, dass das ein separates Tankgleis ist oder was auch immer Gleis ist. Und man kann jetzt praktisch, wenn man rechts fährt, dran vorbeifahren oder rausfahren. Man kann es auch länger machen, ja. Oder wenn man links fährt, also von dort drüben kommt, kann man auch rausfahren und weiterfahren. Also man kann hier praktisch alle Richtungen möglich. Das ist immer wichtig. Das könnt ihr euch dann auch immer danach kurz anschauen, ob das so hinhaut. Und hier hat es so einen Holzstapel. Und ich glaube, das ist einer, der generiert selber Holz, so heißt selbstständig. Und den Holzstapel, den setzen wir uns jetzt mal hier hin. Ich weiß es nicht ganz genau, ich habe den noch nie wirklich benutzt. Ich habe den mal schon mal platziert, aber genutzt habe ich den noch nicht. Es kann sein, der tut Overtime ganz, ganz langsam Brennholz produzieren. Jetzt schauen wir uns mal an. Brennholz ist ja auch gerade nicht so das Problem. Eigentlich müssen wir hier auch eine Besandungsanlage bauen, weil da geht es ja den Berg hoch. Vielleicht muss da ein oder andere Lokführer hier nochmal Sand tanken. Da müssen wir hier den Radius auf oder die Modifikation auf 1 Grad einstellen, damit es sich nicht so weit dreht immer. Und da müsst ihr ein bisschen näher ran an die Schiene bei der Besandungsanlage, weil das ist nämlich so, weil wenn ihr das Ding hier vorne runter macht, ihr seht, dann wird es kürzer und dann seid ihr ungefähr auf der Mitte. Also da müsst ihr ziemlich nah ran. Wenn ihr das hier hoch macht, dann wäre es zu lang, aber ihr macht es rund und dann läuft Sand praktisch aus der Besandungsanlage raus. Die tut auch über Zeit praktisch sich befüllen, soweit ich das. Ja, die befüllt sich über Zeit auf jeden Fall. Aber mit Sand bin ich noch nie so wirklich oft gefahren. Ich habe das auch nie so richtig nachgefüllt. Holz haben wir schon, wir brauchen nur Wasser. Water? Water, wo bist du? Da. Dann nehmen wir den Turm hier, der gefällt mir besonders gut. Dann mal schnell, da stellen wir auf 10 Ticks ein und dann platzieren wir das ein bisschen weiter hier rüber. So, und dann stellen wir wieder auf einen Tick ein. So, dann können wir das. Und das ist so ein Dinger, der baut sich so an die Schiene. Seht ihr da? Das ist mittlerweile ganz gut. Das macht allerdings leider. Kann ja nicht platziert werden. Es befindet sich etwas zu hoch im Boden. Okay, ja, okay, alles klar. Wasserturm mit. Mit Boden, oder? Was ist da mit Schlauchbrauen? Der sieht ja auch geil aus. Geht aber auch nicht. Was sagt er? Weit weg vom Boden. Da trickst du jetzt mal kurz ein bisschen rum. Den Fehler hatte ich jetzt auch noch nie. Normalerweise legt das Teil ja dann seinen Boden selber hin, oder? Gibt es da keinen mit? Mal hier. Ich verstehe es gerade nicht so richtig. Ich werde jetzt ganz kurz hier ein Fundament bauen. Aber halt von dem hier.
So, dann können wir nämlich hier praktisch. Ja, das gefällt mir jetzt so in der Optik nicht, aber ich werde das nachher vielleicht nochmal ein bisschen genauer anschauen und dann würde ich nämlich die Dinger nämlich auch nicht so weit unten bauen, sondern auch auf das Fundament hier hoch. Dann schauen wir mal kurz nach dem Wasserturm. Weil jetzt müssten wir doch den bauen können, oder? Jetzt will er gar nicht mehr, oder? Jetzt will er gar nicht mehr sich an die Schiene anheften. Ja, das ist schaut teilweise etwas komisch. Manchmal funktioniert es ganz gut, manchmal eher nicht. Jetzt gehen wir mal kurz ein bisschen näher ran, dass ich das sehe. Also man müsste den schon so ungefähr hinbauen. Ja, da kann man natürlich mit dem Wasserdinger auch noch ein bisschen spielen. Das kann man ja auch nur so halb rausklappen, so dass man Wasser tanken kann. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Da fahren wir jetzt ja gleich hin. Am Sand, 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 Sand. Guck mal, da ist mit Foundation und das ist einfach ohne. Aber das ist. Also, guck mal. Wieso? Jetzt baut das oben. Guck. Jetzt drehen wir die auch noch kurz rum. In die Sanderei. Und dann gucken wir, ob wir sie hier. Ziemlich nahe Miroslav Klose ins Gleis bauen können. So, und dann bauen wir jetzt hier noch dieses Holzding da, das bauen wir. Das drehen wir aber auch. So, und jetzt fahren wir dahin. Wo ist meine Lokomotive? Jetzt wird es nämlich schon wieder dunkel. Menschenskinder. Hätten wir schon oben sein. Hey, eine Stunde, weiter. Ja, wer sich hier Maschinen und Anhänger kauft, der beschriftet die. Alles, was nicht beschriftet ist, gehört jedem. Also da sind ihr dann selber schuld. Da braucht ihr nicht meckern, wenn euer Zeug dann fällt. Ja, da müssen wir hier den Spurwechsel machen. Obwohl, ne, wir müssen erst hier den Spurwechsel machen. Und da müssen wir dann natürlich auch wieder raus aus der Abstellstelle. Ist einmal ein bisschen zu weit gerutscht, gell? Halb so wild, wir können ja zurückfahren. So, dann können wir jetzt mal hier aufmachen. Dann können wir das Schlauchpaket hier rüberholen. So, dann müssen wir hier am Turm hochklettern, an der Leiter. Die Instant-Leiter. Da ist man sofort oben. Und dann drehen wir mal auf. Schauen wir mal, ob wir treffen. Ja, der Turm ist tatsächlich zu nah an den Schienen. Das heißt, das werde ich nochmal korrigieren müssen demnächst. Aber das mache ich jemand anders.
Wir können ja jetzt laufen lassen, das Wasser. Und dann setzen wir kurz ein Stück zurück. Weißt du, dass es noch keine Lichtelemente gibt, wo man zur Verzierung bauen kann? Ich kann hier meinen Lokomotivführer die Lampe anmachen noch. Dann sieht es noch gruseliger aus. Also heute habe ich es mit dem Steuern, habe ich es echt gar nicht. So, jetzt kann man gucken, ob sich das Wasser auffüllt. Ja, es füllt sich auf. So, wir haben jetzt praktisch, den Kessel ist voll. Das sieht man ja, der ist hier auf Oberkante, also der Kessel, der wo auch erhitzt wird. Und jetzt wird natürlich der Zusatztank mit den 800 Litern noch aufgefüllt. Direkt nochmal hochklettern und hier zudrehen. So. Ja, und das Let's go. Guck, das Sand füllt sich auch langsam auf, das Holz auch. Das ist so eine Standard-Sache, aber ja. Dass man auf jeden Fall nicht out of wood laufen kann oder kein Wasser mehr haben kann oder keinen Sand mehr haben kann und vielleicht hat man kein Geld mehr und dass man sich auf jeden Fall noch was leisten kann. Wir stellen natürlich hier wieder zurück auf Durchfahrt. Das Holz reicht uns schon. Also das können wir vielleicht beim Zurückfahren auffüllen, aber ja, jetzt ist es halt wieder sehr dunkel, gell? Jetzt können wir halt die Nacht genießen. Ja, das sieht man jetzt momentan natürlich, das sieht man jetzt nicht so viel, gell? Klar. Aber was halt spannend ist, habe ich die Gleise gut bereinigt, dass praktisch jetzt nicht gederailt wird, schon gar nicht beim Hochfahren. Weil sonst fahren unsere Anhänger nachher rückwärts wieder runter und wir können die einsammeln gehen mit dem Harry Potter. Ich check mal den Zustand der Ladung. Oh, die Lokomotive schwitzt. Zustand der Ladung optimal.
Na, es wird morgens, da muss man hupen. Jawohl. Wir sind im Grand Canyon angekommen. Ich stehe im Dampf. Man kann sich auch so seitlich lehnen, wie ihr seht. Praktisch, man lehnt sich dann so ein bisschen rüber. Das kann man in der Lokomotive zum Beispiel machen, wenn man da praktisch ein Fenster offen hat. Dass man dann praktisch da seine Birne raushebt, so. Und im Gegenverkehr drückt man dann voll in die Fresse. Grand Canyon. Ich check lieber mal kurz nochmal, ich hab schon wieder einen Aussetzer. Ich weiß nicht, ich hab schon Holz reingeworfen, gell? Ja, das passt. Wisst ihr, wenn man hier fast oben ist und auf einmal der Dampfdruck weg ist und man den Karren sieht, wie er wieder runterrollt, da freut man sich richtig. Aber scheint ja gut zu laufen, wa? Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, die Grafik ist verstellt, gell? Mann! Ja, man könnte sagen, hey Bro, wieso bringst du das Holz nicht einfach ins Depot? Kriegst dein Geld und fertig, aber ganz ehrlich, ich habe die Schienen gelegt überall hin. Und ich muss so oder so die Teile beliefern. Und umso früher die irgendwas drin haben, umso besseres Material bekomme ich raus, also umso höherstufiges Material. Und praktisch, wenn ich jetzt aus den Balken, also praktisch aus den Loks, aus den Stämmen, praktisch Balken und Bretter gemacht und aus den Brettern jetzt direkt schon Eisenerz machen kann. Und ich glaube nicht, dass ich schon einen Eisenerzanhänger kaufen kann, außer vielleicht hier so ein Kleiner, gell? Ich glaube, sonst ist da noch nichts mit Eisenerzanhänger. Gerade die größeren, also ich weiß gar nicht, die hier, die sind glaube Level 7 oder so, ja, Stufe 7. Da ist lange nichts damit, also da wird man lange mit, sagen wir, Crew rumfahren müssen, bis man dann halt mal die richtigen Karren kaufen kann. Das Eisenerz, das muss ja eigentlich... Wo muss denn das eigentlich hin? Geladen und entladen, das verstehe ich gerade nicht. Ich fliege da mal kurz rüber. Der Harry Brodo macht das ja. Der fährt ja hier hoch, ohne Problem. Ich muss mal ganz kurz rüber schauen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also man holt hier natürlich Rohre und Werkzeug raus. Ja, da steht entladen, Flacheisen. Da ist das falsche Symbol irgendwie dran. Deswegen wundert es mich gerade. Entladen ist nämlich Rohre. Also man braucht hier Roheisen, Flacheisen praktisch, Bretter und Kohle. Ja, und man braucht erstmal Roheisen praktisch von der Eisenschmelze. Wo waren die nochmal? Also hier oben ist ja die Eisenmine. Die Schmelze ist irgendwo hier unten, gell? Ach du heilige Mutter Gottes. Also man muss von hier
Nach hier, wieder nach hier. Ja, alles klar, danke Blizzard. Wir haben halt richtig lange Fahrwege auf der Karte hier. Wir checken mal unsere Locomotive. Ja, hier geht es, glaube ich, ein paar Prozent mehr. Aber nur dieses kurze Stück hier, wie ihr seht, da hat sie dann schon zum Schwitzen. Jetzt fängt sie sich wieder. Ja, aber jetzt können wir mal überhaupt mal abwarten, weil wir sind ja jetzt gerade erst mal hier. Wir müssen jetzt praktisch noch hier hoch. Praktisch. Und da haben wir, wie gesagt, die kurze Schneezone. Sorry, ich habe gerade mit der Kamera zwischen den Balken schauen wollen. Weiß auch nicht, was mich dazu wieder geritten hat. So, mal gucken, ob wir unter der Fahrt vorne auf dem Brotto draufstehen können und vorne aufmachen können und das Licht ausmachen können. Muss man. Holy shit. Da kann ich hier praktisch aufmachen und den Sch Oh mein Gott, ist das geil. Holy shit. Jetzt komm, Bruder. Schieb das Ding da hoch. Wir sind schon fast da. Guckt da vorne, ihr könnt es ja schon sehen. Und da geht es halt jetzt hier, da ist wirklich so ein Steg, gell? Und da geht es richtig runter noch. Und da ist jetzt eine Auffahrt mit einer. Ja, mit einer Brücke habe ich die gebaut. Ich bin hier noch nie gefahren. Ich weiß es gerade auch nicht mehr so richtig alles, gell? Aber also die Strecke hat bis hier, ich will es nicht verschreien, funktioniert, gell? Ohne Derail. Ja, das sehen wir gleich, ob wir das schaffen. Wenn nicht, versuchen wir es auf der Seite nochmal. Ich glaube, da ist nicht ganz so steil. Hier könnte man auch den Hang ein bisschen früher noch anfangen, damit der nachher nicht so steil ist. Man könnte praktisch hier rüber bauen und dann mit wenig Prozent eine lange Strecke machen, dass wir hier hochkommen. Aber ihr seht selber hier diese Stufe. Da bin ich mal gespannt, ob wir mit dem Harry Potter da hochkommen. Hey. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus, gell? Dass wir das schaffen. Ist halt voll chillig, dass man einfach auf seinem Zug draufstehen kann, weißt du?
Wenn man mit mehr Leuten spielt und so, dann hat man noch einen Bremser dabei, Alter, und vorne noch mal einen zweiten Zug, Alter. Werden wir schon langsam, oder? Ja, jetzt wird man langsamer, guck. Aber wir haben es fast geschafft. Also, ja, wollen wir sind mit dem Brotter hier hochgekommen. Unglaublich, Alter, unglaublich. Ich glaube, ich träume. Weiter zumachen. So. Und die neue Entladetechnik, Leute. Es ist einfach nur geil. Und blub, blub, blub. Oh, ist das angenehm. Das ist so angenehm, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oder vielleicht könnt ihr es euch schon vorstellen. Wenn ihr wie ich seit 500 Stunden, keine Ahnung, oder seit, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich habe, immer von Hand abladet und jedes Mal aussteigen, einsteigen, zweimal V drücken, um die Ansicht rauszumachen, ganz weit nach hinten schauen, ob man noch richtig ist. Eieiei. Schaut euch das an, diese Beta ist der Hammer. Danke dafür, Blizzard. Dass ihr das Ruder in die Hand genommen habt. Jetzt können wir hier direkt abladen. Hat geklappt. Und dann können wir direkt hier abladen. Zack. Und dann können wir auf 2% erhöhen. Den Einsatz erhöhen. Können wir mal ganz genau schauen, ob diese Rechnung, die ich hier aufgestellt habe, aufgeht praktisch, wo ich hier standardmäßig mache. So. Bremsen wir runter und schauen wir. Da haben wir praktisch ja gute Industrie. Die läuft ja jetzt gerade auch, muss man auch dazu sagen. Hier haben wir praktisch noch 4. Oh, ich habe gerade Husterlämme haben müssen. Da haben wir 6, da haben wir 0. Da haben wir also, man braucht nochmal, also man bräuchte praktisch, oh, wie rechne ich das aus? Wir haben 6 übrig. Wie viel haben wir eigentlich dabei gehabt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir haben 12 dabei gehabt, da haben wir die Hälfte übrig. Heißt, man bräuchte jetzt nochmal 2 Wagen Bauholz. Also meine Rechnung stimmt nicht ganz, aber wenigstens ist die Abladestelle da nicht voll, wenn man nur mit Balken kommt. Also man braucht wirklich. Eieiei, das ist ja also nochmal 2 Wägen mehr von den Bauholz, um das auszugleichen. So, ihr seht selber, 15 Eisenerz sind es nur gewesen. Aber wir haben Eisenerz hergestellt, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch fürs Reinschauen. Ja, und viel Spaß beim selber Spielen und liebe Xbox-Spieler, ich hoffe, es kommt bald für euch raus, dass ihr den Spaß auch genießen könnt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Kakao, ciao,